Laden wir doch mal vor 3 Minuten. Das ist allerdings sehr früh gewesen. Aber so wissen wir, dass gleich der Angriff von links kommt. Cancel mal ein Supply Depot. So, bis der Angriff kommt, dauert es natürlich auch noch ein bisschen. Wissen wir ja auch. Gas. Ich würde hier tatsächlich auch beide zu Planetaries ausbauen, über kurz oder lang, weil wir werden ja einfach nur überleben müssen mit Shade. Andererseits könnten wir vielleicht auch hier einfach Verteidigungsmaßnahmen als Planetaries neue noch errichten, wenn wir gleich genug Geld haben. Aber erstmal geht es natürlich darum, hier unsere Einheiten einigermaßen aufzurüsten. So, und dazu brauchen wir erstmal eine solide Eco. Warum bist du nicht mit auf 6? Du bist auf 6. Warum bist du nicht mit auf 6? Du musst auf 7. Immer das Gleiche hier. So. Also sieht so aus, als würden wir in naher Zukunft zu klein blockt werden. Tun wir aber natürlich nicht, weil hier eben das Command Center gleich fertig wird. Ich spüre einige Zerg-Präsenzen. So, kennen wir ja alles schon. Keine große Überraschung für uns. Dieses Gas ist aber ja auch mal 100 Meter weit weg. Warum haben wir nicht dieses Gas genommen? Das ist einfach viel näher dran. Generell steht diese Basis sau weit weg von allem. Wir könnten hier auch noch einen Bunker hinsetzen. Ich höre. Bereit machen, Jungs. Koordinaten. WBF einsatzbereit. Ich glaube, das machen wir auch gleich. Mache ich hier mal die Eingangsfläche ein bisschen kleiner. Roger, Zielvektor erfasst. Wird gemacht, Commander. Nicht genügend Mineralien. Bin für die Schlacht geboren. Schlechte Neuigkeiten? Ah, bitte reparieren. Wir werden gleich auf eine Factory setzen, keine Angst, Leute. Aber ich habe aktuell nicht genug Geld dafür. So, dann einmal die Marines hier rein. Unser WBF hat sich einfach mal kurz in die Wand gebackt. Aber finde ich in Ordnung. Nennt sich Arbeitseinsatz hier. So, unser Viking ist gleich wieder repariert. Ja, hier im Frontstand. Wir sollten noch mal gucken, dass wir hinter dem Bunker stehen. Den Bunker angreifen. Und du sollst eigentlich den Bunker reparieren. Okay, wir sollten dann auch mehr gleich da aufstellen. Ich denke, wir werden da auch Planetaries reinbauen. Das müssen wir dann halt natürlich bei allen 4 machen. Das heißt, wir werden das noch nicht sofort machen, denn wir brauchen erst solide Armee. Mit solider Armee meine ich eigentlich nicht das, was hier gerade spawnt. Muss man erst kommen mit Schilde tatsächlich. Schon wieder hier. Reparieren! Ich höre, Commander. Hier geht nicht, da ist kein Platz. Koordinaten empfangen. Das hätte ich vielleicht mal früher machen sollen. So, dann bauen wir hier wieder so einen Bunker hin. Mein Gott. Kann nicht so schwer sein, da so einen Bunker zu bauen. Dann sollten wir uns dringend daran begeben, hier die Full Wall zu erzeugen. Und gleich dringend auch gucken, dass wir einmal... Nein. So. Jetzt kommen sie wahrscheinlich gleich von der nächsten Seite. Ich sehe es schon kommen. Auto Repair ist an. Ja, natürlich. Es war so klar. Jetzt ist diese Stelle gesichert. Kommen hier so Springlinge an.
Aber über kurz oder lang kriegen wir das schon hin. Wir bräuchten auch jetzt langsam mal eine Factory. Für die ersten Tanks, die würden nämlich hier sehr helfen. Einmal kurz hier bitte. Und das wäre auch echt gut, wenn wir über kurz oder lang mal mehr als aus einer Barracks aus bauen können. So, einmal die hier rein bitte. Viele Marines. Gehen wir heute nicht so richtig auf Upgrades, glaube ich. In einer Mission, wo der Timer abläuft. Weiß ich nicht, ob wir das jetzt brauchen. Nein! Ich bin eine eigene Einheit angreifen. Und die sollen das dann gleich reparieren. Jetzt kommt wahrscheinlich der Angriff da, wenn das nach dem gleichen Schema vorgeht. Ja, das erste Ding wird da schon mal wieder nicht gebaut. So, wir lassen die mal da stehen. So, die reparieren. Hier geht's Richtung Tank natürlich. So, hier unten haben wir jetzt genug Worker. Das kann hier hoch. Aber auch schon fast ein bisschen viele. So, einmal viel hier rein. Einmal viel hier rein. Und einmal viel hier rein. Du gehst hier jetzt rein. Du bist auf Auto Repair. Du gehst hier auch rein. Du bist gleich auf Auto Repair. Kann natürlich auch sein, dass sie jetzt von da kommen. Wäre jetzt ein bisschen ärgerlich, wenn ich mich hier drauf vorbereite. So, aber was wir jetzt auf jeden Fall mal starten. Zumindest hier auf dem Lowground mal. Ne, komm von hier. Hunter ist mit dabei. Wo sind denn hier die... Hier sollen noch Leute abgestellt sein zum Reparieren. So. Ne. Nicht ideal. Ja, dann fahrt doch darüber, mein Gott. So, ja, Depots sind auch im Weg. So, dann würde ich jetzt gerne mal ein paar Marines auch die Base schicken, auch wenn wir gerade sehen, dass da unten der Angriff kommt. Meine Einheiten nichts dagegen unternehmen, leider. So. Alles klar. Für Plattery brauchen wir einen Maschinendock. So, und dann gehen wir uns hier tatsächlich nochmal das zweite Gas. Das dritte, glaube ich, auch. So. Ja, geh doch da jetzt mal rein. So, ich denke, das sollte erstmal für das Ding ausreichen. Hier ist eigentlich auch ganz gut. Planetary.
Ja, Terry. Haben wir noch nicht genug Gas für. So, überall sind die Bunker voll. Wir speichern auf jeden Fall mal wieder, weil ich habe das Gefühl, ich habe lange nicht mehr gespeichert. So, wir haben noch hier ganz viel Vespingas quasi. Ermöglicht. Das sollten wir nur jetzt auch mal nutzen. So, jetzt sollten wir mal eigentlich Folgendes machen. 2, 1. 1 geht mal, ja, wobei hier ist schon Planetary. Sollten wir hier übrigens jetzt auch einen Auftrag geben. Will halt auch 3 Bunker und einen Tank. Hier fehlt der Tank eigentlich. Hier ist ein Tank. Dieses Ding lässt sich echt scheiße reparieren da oben. Nein! Ah, gute alte F2, ne? Komm, wir gönnen uns jetzt nochmal hier. Zweites eBay. So ein Ding. Ich glaube, haben sie nur 9 Minuten. Ah, dann gönnen wir uns noch ein paar Upgrades. Das ist auch nicht Echtzeit. Dafür wundert mich, dass dann doch so schnell läuft. Ich würde auch gerne einen Tank setzen. Und das Ganze natürlich dann auch mal hier. So, nächste Einheiten schicken wir mal hier hoch. Ja, wobei, da kommen wir am spätesten hin, also am ersten hin, würde ich sagen. Das heißt, wir gehen mal mit dem anderen nach da. So, haben wir denn jetzt über eine Planetary? Nein, hier ist noch keine. Und hier natürlich dann gleich auch. Sehr gut. Worker ist sehr zufrieden, auch wenn die Hälfte der Worker nur rumsteht. Aber das soll, die sollen halt theoretisch reparieren. So, wenn wir 175 Dings wieder haben, ist wieder alles tufti. Für das Upgrade. So, neue Einheiten schicken wir mal hier hin. Eins ist eigentlich hierfür angedacht. Wie einfach hier jetzt gemeint wird an der Planetary. So, dann würde ich fast sagen, machen wir wieder ein paar Depots. Frage ist, ob wir nochmal gleich mehr Planetaries einfach bauen. Könnten wir natürlich auch, ne? Immerhin eine Doppelfunktion. Wir stehen hier wieder so. Ah, doch, hier stehen WWFs, nur eben nicht so viele. Und diese Barracks sind alle nicht auf Hotkey. So, unten kommt ein Angriff. Oh, Banelinge. Ah, frech hier. Fliegende Banelinge. Also, ich sowas mal sehe hier. Gut, dass es sowas nicht in echt gibt. In echt sowieso nicht. Aber auch nicht im Multiplayer, meine ich eigentlich. In echt wäre auch nicht gut. Ich will ja mal einen hier ein bisschen vorstellen. Weil der ist sowieso gerade aus dem Bunker gekommen. Aber dann springen vielleicht die Banelinge hier drauf. Wäre ganz nett. So, wir haben fast es geschafft, hier wieder alles auszumeinen. Aber so soll das ja auch sein. Dafür sind ja die Ressourcen auf die Map gebracht worden, nicht? Das ist sowieso eine Aushaltemission. Was soll man anders machen als aushalten? Eigentlich mag ich Aushaltemissionen sogar. Das Blöde ist nur, also was ich zum Beispiel schrecklich fand, war die Mission in Wings of Liberty, wo man als Protoss aushalten muss. Ich weiß nicht, wie sie heißt. Aber da kannst du ja nicht gewinnen. Es geht ja nur darum, möglichst lange quasi standzuhalten. Aber das finde ich schrecklich, wenn du von vornherein weißt, ey, das kannst du nicht gewinnen. Gut, von vornherein wusste ich es natürlich beim ersten Mal spielen nicht, aber was die Sache wahrscheinlich dann nicht verbessert hat, weil ich dann dachte, Mensch, da bist du zu blöd dafür, musst es nochmal spielen, bis du es schaffst. Nein, ich glaube, es wird ja ziemlich deutlich gemacht, dass es nicht gewinnen kannst. Aber das finde ich irgendwie ist ein komisches Konzept. Aber gut, man ist halt in der Vergangenheit. Oh, jetzt kommt aber hier nochmal. Da müssen wir, glaube ich, hier mal kurz unser 1er Verstärkungskommando rufen. Denn die Ultras hauen hier ganz schön rein.
Damit hatte ich jetzt irgendwie nicht so gerechnet. Kommt das jetzt nochmal quasi final auf allen Seiten, dann haben wir ein Problem. Wobei wir viele Einheiten pumpen. Aber wir haben ein bisschen wenig Medics. Wenn das jetzt nochmal auf allen Seiten einmal kommt, dann ist das spaßig. Ich glaube, wir müssen mal gerade nochmal zwei Planetaries. Weil sind die früh genug fertig, bevor die Mission zu Ende ist? Nicht so richtig, ne? Also hier werden wir auf jeden Fall kleine Planetary mehr rausbauen können. Das ist nicht so schlimm. Spricht dafür, dass wir gleich hier kommen. Oder unten. So, Minerals haben wir gleich keine mehr. Überlege ich gerade, ob ich noch Marines jetzt bauen soll. Ein 1,25 ist eh vorbei. Was anderes als Marines kann ich jetzt eh nicht mehr bauen. Naja. Und sonst so? Ist immer ein bisschen blöd zwischen den Wellen, dass nichts passiert. Ja, 3er Defense werden wir uns nicht mehr gönnen. 3er Attack kriegen wir auch nicht mehr durch. Reicht nicht. 210 haben wir maximal dann. Also nicht ganz dann durch. Aber wir sollten mehr Sanitäter bauen. Weil ja ein Sanitäter nur ein Marine heilen kann. Wir können auch Marauder bauen, falls nochmal Ultras kommen. Aber ich habe hier überall Reaktoren dran. Von daher wird das schwieriger. Aber es sind nur noch 20 Sekunden. Egal, was jetzt auf uns zukommt. Bis dahin sollten wir wohl überleben. So viel Zeit gewusst, wo noch kaufen. Vielleicht war das auch schon. Aber dann war es komisch, dass hier links der Angriff härter war als das, was da von oben kam, oder? Ich habe ja auch manchmal das Gefühl, ich weiß nicht, ob das so richtig ist, dass wir die Geschwindigkeit immer hochstellen. Vielleicht arbeiten noch einige Trigger dann anders, weil die Zeit vergeht ja schon dann schneller, ne? Aber eigentlich müsste es ja auch die Trigger dann schneller laden. Naja. Nachdem ich Valerian repliziert hatte, habe ich nach Wegen gesucht, eine kraftvolle Form zu erlangen. Ich wusste, dass nur eine Hybridform dazu nicht reichen würde. Dass nur eine Hybridform in Frage kam, glaube ich. Dann habe ich gefunden, wonach ich suchte. Ich habe rausgefunden, dass James Rayners Sohn versteckt wurde. Mit ihm konnte ich mein Ziel erreichen, um die Xel'Naga zu replizieren. Ich wusste, dass Kerrigan sich nicht jedem zeigen würde, aber ich wusste, dass sie nicht John widerstehen könnte. Aber wenn du nicht Amon bist, warum machst du das? Und warum greifst du uns alle an und lässt alle drei Rassen einen Kampf gegeneinander kämpfen? Oder zettelst einen Kampf aller drei Rassen gegeneinander an? Amon hat mir beigebracht, dass du zu viel denkst, Atanis. Das waren alles Ablenkungen.
und um eure Stärken zu schwächen. Ich werde komplettieren, was Amon, worin Amon versagt hat. Er hat es falsch getan. Er hat die Sache falsch angegangen. Amons Erinnerungen sprechen von einem viel größeren Feind. Amon wollte eine große Armee, um zu kämpfen. Aber all das, was ich benötige, ist diese Form. Doch erst muss ich euch alle auslöschen. Oder ihr werdet die Stärken der Gegner erhöhen. Wenn der ein versteckter Feind ist, könnten wir zusammen kämpfen. Nein. Ihr würdet alle sterben und seine psionischen Kräfte verstärken. Genug geredet. Stellt euch eurem Schicksal mit Stolz. Das ist Commander Gray. Stillhalten für Extraktion. Keine Angst, Kinder. Ich komme zu euch. Ihr werdet nicht entkommen. Sehr merkwürdig. Sehr merkwürdig, wie sich die Geschichte hier entwickelt. Aber wir sind schon kurz vorm Finale. Ich glaube, 2 Missionen sind es noch. Ich bin gespannt, wie sich es dann letztlich ergeben wird. Ob einfach alle tot sind am Ende, man weiß es nicht. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Ich hoffe, ihr schaut beim nächsten Mal wieder vorbei. Hier oben rechts wird es vorklicken. Unrealisiertes Projekt von mir und euch einen schönen Tag. Macht's gut. Tschüss.